Dass der Landwirtschaftssimulator 22 nicht unbedingt das anfängerfreundlichste Spiel ist, hat, glaube ich, jeder gemerkt, der es schon mal getestet hat. Falls du auch schon mal auf deinem Feld standest und nicht so wirklich wusstest, was der nächste Arbeitsschritt ist, nenne ich dir heute 5 Arbeitsschritte, die unerlässlich, aber für jeden Anfänger easy umzusetzen sind. Denn du erhältst einen verhältnismäßig hohen Ertrag bei geringem finanziellen und zeitlichem Aufwand. Der erste Schritt ist zu grubbern. Damit bereitest du dein Feld auf die Saat vor. Alternativ geht auch pflügen, aber grubbern ist für den Anfang etwas leichter. Danach siehst du die gewünschte Feldfrucht an. Im nächsten Schritt wird gedüngt und das direkt 2-mal. Ob ein Feld gar nicht einmal oder bereits 2-mal gedüngt ist, erkennst du übrigens über die Map. Grau ist ungedüngt, hellblau 1-mal und dunkelblau 2-mal gedüngt. Danach entfernst du das Unkraut. Welches Gerät du dafür benötigst, ist von der Größe des Unkrauts abhängig. Und zu guter Letzt wird die Feldfrucht abgeerntet. Wenn du mit diesen einfachen Schritten vertraut bist, kannst du weitere wie Kalken, Mulchen, Steine sammeln und weitere hinzufügen, um einen noch höheren Ertrag zu erreichen. Stimmst du mir zu oder findest du, es gibt einen weiteren Schritt, der unerlässlich ist? Schreib es jetzt gerne in die Kommentare.